Grüezi miteinander. Was macht ein Theaterregisseur oder ein anderer Kulturschaffender, der keine spannende Geschichte zu erzählen hat oder nicht in der Lage ist, sein Publikum mit einer guten Geschichte zu unterhalten? Richtig. Er provoziert und behauptet dann, es sei ihm darum gegangen, das Publikum zum Nachdenken anzuregen. Dabei wird auf diese Art und Weise häufig nur kaschiert, dass man selber zu wenig nachgedacht hat. Häufig wird nur provoziert um der Provokation willen und besonders absurd wird es dann, wenn sich Provokationen auf der Bühne nicht einmal gegen das Publikum im Saal richtet, sondern wenn man sich gemeinsam Publikum und Bühne über abwesende Dritte lustig macht. Bereits 1970 hat der Anthropologe Arnold Gehlen an einer Podiumsdiskussion gesagt: «Ich möchte den sehen, der sich noch von Kunst provozieren lässt.» Zitat Ende. Tatsächlich. Das Problem mit den Provokationen ist, dass sie inflationär wirken können, also mit der Zeit keine Wirkung mehr haben. Oder es kann auch passieren, dass sie am Publikum bestenfalls noch ein müdes Lächeln entlocken. Mit der Zeit wirken sie manchmal auch nur noch dumm. Jesus, der vom Kreuz absteigt und den Nonnen vergewaltigt, haben wir schon gehabt. Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci als Orgie, haben wir schon gehabt. Masturbation mit einem Kruzifix auf einer offenen Bühne, haben wir schon gehabt. Pornografische Filme in einer Zürcher Kirche, schon vorbei, haben wir schon gehabt. Eine eierlegende Nacktkünstlerin, haben wir schon gehabt. Mit Menstruationsblut gemalte Bilder, schon vorbei. Aufs Bild von einem Bundesrat brünzeln, haben wir schon gehabt. Der Wilhelm Tell oder ein Brigadier mit abgeladenen Hosen, haben wir schon gehabt. Eine Theateraufführung mit echten Neonazis, haben wir schon gehabt. Teufelsaustreibung und Verfluchung von Politikern auf der Bühne, haben wir schon gehabt. Unseren kulturellen Geistesgrössen fällt tatsächlich kaum mehr etwas ein, wo man auch nur einen Hund hinter dem Ofen hervorlocken könnte. Auch der Schriftsteller Robert Menasse, der Theatermacher Milo Rau und die Politologin Ulrike Gero haben sich überlegt, ob es nicht doch irgendwo noch ein Tabu gibt, das man brechen könnte. Und sie glauben es nicht, sie sind tatsächlich fündig geworden. Am 10. November 2018, also genau 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, werden sie die Republik Europa ausrufen. Die bestehenden Nationalstaaten wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien sollen kurzerhand abgeschafft werden. Ich zitiere: «Entweder schaffen wir die nationale Gesetzgebung ab oder wir kommen nie in Europa an. Jetzt ist es wie halbschwanger, das geht einfach nicht.» Findet die intellektuelle Speerspitze von dem Trio Ulrike Gero. Nach Schweizer Recht ist eine derartige Forderung unproblematisch. Aber in Deutschland müsste sie eigentlich den Verfassungsschutz auf den Plan rufen. Wäre sie nicht so lächerlich. Wie die NZZ geschrieben hat, hat auf der Berliner Bühne jedenfalls grosse Einigkeit geherrscht. Nur sehen wir allerdings fast unter sich geblieben. 27 Zuschauer waren im Saal, Platz wäre für 500. Ob einem europäischen Gedanken mit einer solchen Posse wirklich dient ist, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Ich danke Ihnen. Grüezi miteinander. Seit Ende Januar produzieren wir jetzt mittlerweile schon den Zeg-Faktor. Und wir sind recht zufrieden mit dem bisherigen Erfolg und mit der Entwicklung der Zuschauerzahlen. So wollen wir es auch weiterhin halten. Aber derartige Sendungen kosten natürlich Geld und auch wir kochen nur mit Wasser. Wenn Sie in der Sendung oder im Umfeld von meiner Sendung Zeg-Faktor Werbung platzieren wollen, dann schreiben Sie uns doch am besten eine Mail-Nachricht an zeg@starttv.ch. Ich melde mich dann sofort bei Ihnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.